So, was haben wir denn da? Oh, ich habe mir bestellt. Fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Das ist ja wie Weihnachten. So ist das ein. Ui, sind die groß. Uiuiui. Das Ganze schaut wie folgt aus. Oder sollte es zumindest. Okay. Leute, willkommen zu dem Video. Heute mal ein kleines Unboxing, Paket auspacken. Ich habe nämlich was bestellt gehabt. Für ja, 500, glaube ich, habe ich Zeit. Und zwar von Enduristan. Im Sinne von quasi drittes Bike-Update habe ich mal was gekauft. Genau, machen wir einfach mal auf. Das ist auch, ich habe vorher noch gar nicht reingeschaut gehabt, weil ich nämlich gesehen habe, das, was ich mal bestellt habe, da gibt es im deutschsprachigen Raum oder generell recht wenige Videos drüber, die was das Produkt vorstellen. Aber das ist keine bezahlte Werbung. Schon mal vorab. So, was haben wir denn da? Oh, im Paket Verpackungsmüll. Okay, cool. Ich habe mir bestellt. Fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Das ist ja wie Weihnachten. Ich habe mir bestellt. Wir fangen jetzt mal an. Oh mein. Ein T-Shirt habe ich mir bestellt gehabt. Weiß nicht, 20 Euro oder so. Wollt ihr haben. Cool, passt dazu. Dann, was haben wir noch bestellt gehabt? Ein Flaschenhalter. Ein Flaschenhalter, der kommt aber nicht einfach so ans Motorrad. Das ist nur ein Zusatz zu meiner Hauptbestellung, sage ich mal, oder worauf ich eigentlich scharf bin. Und zwar, so ist das ein, ui, sind die groß, uiuiui. Ui. Das, Innentaschen für Satteltaschen, was ich mal gekauft habe. Und zwar die guten Stücke hier. Blizzard Satteltaschen in Größe L, meine Freunde. Was ich mal nur mitbestellt habe, was kostenlos mit dazu gibt, ein paar Aufkleber, ein paar viele Aufkleber. Haben wir sonst gewesen, warum nicht, kostet nichts. Was wir vorhaben oder warum ich mir die Taschen gekauft habe, das kommt dann mal in einem anderen Video. Heute geht es nur mal drum, die Taschen einmal zum Anschauen, vielleicht zum Hinmontieren und einfach ein kleines Review zu geben, sage ich mal. Es werden zwei Videos von den Taschen kommen, und zwar ein jetziges, wo ich die Taschen jetzt vorstelle, mehr oder weniger. Und dann am Ende von der Saison quasi als Fazit, wie gut das die Taschen haben, wie komfortabel die haben, wie ich mit denen zurechtgekommen bin, Platzverhältnisse her. Genau. Dann packen wir die Taschen einfach mal aus, schauen uns die mal an. Das Ganze schaut wie folgt aus, oder sollte es zumindest. Messer, wo habe ich das Messer? Hier, ich hab's schon. Und zwar sollte das Ganze so ausschauen. Gibt es in drei verschiedene Größe, auch kleine Beschreibung dazu. Ich habe mir die Größe L, habe ich mal bestellt gehabt, weil nämlich Größe XL, ja, auf die Bilder ist es recht schwierig, wenn zum Entziffern, welche Größe da jetzt bei den Produktbildern am Motorrad war. Und zu groß wollte ich es jetzt auch nicht haben. Ja, die an wasserdicht, einfach aufs Motorrad, quasi Satteltaschen zum drüberlegen, weil du kannst nämlich auch von KTM, gibt es nämlich auch so Alu-Träger für hinten kaufen mit Alu-Koffer, dann bist du aber auch bei über 1000 Euro. Und da finde ich die Satteltaschen, finde ich, eine recht gute Alternative dafür. Die kosten die Hälfte, wenn nicht sogar nur weniger, und man kann die einfach, ja, Montage relativ schnell. Hoffe ich zumindest das erste Mal, dass ich die jetzt in der Hand habe. Schauen wir jetzt gleich mal. Und die kann man relativ schnell montieren bzw. demontieren. Einfach ein bisschen flexibler, bevor du mit dem Alurahmen wieder die Schrauben aufmachen musst. Und ihr wisst das eh. Aber weil ich nicht so viele Videos gefunden habe über die Taschen, habe ich mir einfach gedacht, hä, machst du einfach selber mal ein Video drüber. Für alle, die es interessiert. Genau, so schauen die guten. Was ist das? Genau, da fällt mir schon ein Griff entgegen. Für Sparta vielleicht. Und so schauen die guten Dinge aus. Auf der Innenseite haben die, wo ist das, Gummi, glaube ich, so gummiartig für einen Grip, dass die dann auf der Seite nicht verrutschen. Liter, ja, wie viele Liter passen da rein? Größe L, 24 Liter passen rein. Das darf halt eigentlich reichen. Wir waren letztes Jahr mit dem Motorrad in Italien unten, mit dem Anhänger und Auto, und wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, auch Abi gefahren. Da haben wir das Video noch gar nicht gemacht gehabt. Und da haben wir tatsächlich sagen müssen, mit den Rucksäcken, da habe ich die Tasche noch nicht gehabt. Da waren wir, glaube ich, auch 5-6 Stunden unterwegs, über Landstraße haben wir gefahren. Rucksack ist möglich, aber nicht empfehlenswert. Das war auch in die Kroatien-Videos, wenn ihr euch die anschauen könnt, oben rechts, oben links. Oben im Eck oder unten, verlinke ich euch das Ganze einmal. Da waren wir auch. Ich und meine Freundin in Kroatien unten. Mit dem Anhänger haben wir auch gefahren, aber dann ist mir auch relativ recht schnell bewusst worden, mit dem Rucksack, wenn du einkaufen musst, wir waren in einer Ferienwohnung, wenn du einkaufen musst, wenn du irgendwie Strandsagen hast und du fährst da noch in die Stadt rein, da gelangt halt dann meistens ein Rucksack nieder. Ich muss sagen, die Stimmung ist schon wieder sehr, sehr aufgeheizt. Einerseits komplett überladen. Selbst wenn wir mit dem Anhänger runtergefahren haben, unten
habe ich mir schon Taschen gewünscht und jetzt habe ich es mal gekauft. Für zukünftig. Montage, schauen wir uns gleich mal an. Die haben wasserdicht, bis zu 5 Jahre Garantie, glaube ich, was ich gelesen habe. Und ich bin ja mal gespannt, wie schnell die Montage geht. Dann legen wir die einfach mal drüber und dann brauche ich mal die Bedienungsanleitung. Genau, Beschreibung. Wie werden das Ganze aufgebaut? Genau, wasserdicht, robust, modulares Gepäcksystem, was ich sehr gut finde. Befestigung. Die Satteltaschen über die Sitzbank. Ah ja, brauchen wir gar nicht lesen. Gehen wir mal nach die Bielen. Wie gesagt, erster Versuch. Ich probiere mir das selber mal. Ich habe die Tasche und das Ganze vorbei auch noch nie aufgemacht. Genau, Leidels. Fenderbag war ursprünglich ja vorne dran. Aber ich habe was bemerkt gehabt. Und zwar auf der Unterseite hier drin, sieht man es vielleicht, war der Fenderbag zu schwer, hat den Frontfender immer runtergedrückt, auf dem Vorderreifen hatte das hier abgewetzt, abgeschliffen. Deswegen kommt der Fenderbag hinten an die Satteltaschen mit dran. Auch wieder ein Grund mehr, dass ich mir die gekauft habe, eben, man hat mit den gleichen Produkten, hat man Möglichkeiten, relativ viele Möglichkeiten, die zu kombinieren, was ich sehr, sehr gut finde. Genau, wir haben da jetzt die Clipser, nenne ich es mal, die haben wir jetzt da oben gemacht und die schlaufen wir da jetzt hinten einfach durch. Wie auf der anderen Seite auch, haben wir hier auch die Clipser, die ursprünglichen, haben wir oben gemacht und haben hier den Getränkehalter montiert. Und eben, wie gesagt, die Clipser sind weggekommen und da genau das gleiche wie bei dem. Bei die Halter einfach durchschlaufen und unten an die großen Taschen festmachen. Ja, ist vielleicht eine kleine Fuselarbeit, aber hilft ja nichts. 20 Minuten später. So, Freunde, ich glaube, wir haben es jetzt. Wir haben jetzt ein bisschen umeinander schauen müssen. Im Großen und Ganzen war aber die Installation oder das Montieren auf Motorrad recht einfach. Ich hätte es mal schwieriger vorgestellt gehabt. Und zwar, Freunde, kommt schon mal her. Und zwar, was ich gesehen gehabt habe, man hat da auf der Seite wie auf der anderen Seite, hat man da so Schlaufen. Und die Taschen da, die habe ich ja ursprünglich einfach da drauf, an meine Sturzbügel. Aber wahlweise, was ich gesehen habe, konnte man die auch in die Seitentaschen machen. Mal schauen, wie ich das machen werde. Wie gesagt, das ist jetzt alles noch ein bisschen ja, von der Verpackung her einknickt. Muss ich mal testen, muss ich mal die Taschen voll beladen. Ich bin einmal Probe gesessen, finde ich auch völlig in Ordnung. Dann tun wir die einmal obi. Wie gesagt, da auf der Seite, links und rechts von den Taschen, hat man da noch die Schlaufen, wo man die auch hernehmen kann, was ich eh schon habe. Mal schauen, wie ich es mache. Genau, wir haben was festgemacht. Ich habe es unten bei den Fußrasten einfach festgemacht. Das kann man auch am Rahmen irgendwie machen, wahlweise. Aber wenn ich die Fußrasten eh schon da habe, dann nehme ich die gleich her. Genau, die Schlaufen muss ich mal schauen im Hitzeschutzblech, wie das wird oder wie das noch handhaben werde. Oder ob das so passt. Oben einfach umgeklickt habe über den Sitz. Und hinten haben wir da die zwei Haken, sage ich mal, die was unten im Blech eingehängt werden. Die werden hinten mit den Taschen, die haben schon vernäht, die haben schon ja, Eigenart, Hand. Für die Taschen einfach hinten zum Erhalten. Genau, die Taschen, die werden dann einfach drüber geklickt gehabt. Das ist, glaube ich, für andere Produkte, da wenn du irgendwie so eine Gepäckrolle nur drauf hast, die zwei Rollen, kannst du einfach nur drüber spannen. Genau, die zwei Griffe, die können wir gleich oben machen. Die Verpackung da. Tun wir die gleich oben. Auf derer Seite habe ich einen Getränkehalter. Wie ich es vorher schon gesagt habe, die Clipser da, die haben wir oben gemacht und einfach unten da durchgeschlauft. Bei Getränkehalter. Und wie vorbei auch schon gesagt, das ist der Front-Fender-Bag für den Kotflügel vorne, weil der vorne ein bisschen zu schwer war, auch die Clipser Orbido durch die Laschen durchgeschlauft. Genau, wie schauen die innen aus? Also vorne erst einmal aufmachen, einmal, hinten auch, zweimal, dann die zwei oben und der ist dann zum Einrollen quasi. Sieht man auch innen rot für einen schönen Kontrast und wenn man die ein bisschen aufmacht, sieht man schon, das sind die Innentaschen, was ich mir nur mit der Zipstate habe. Quasi, wenn du jetzt die Taschen volllotzt, dann kannst du die Innentasche hernehmen und einfach zum Einlegen oder schnell zum Ausfedoren ist das recht praktisch. Platzmäßig 24 Liter, was definitiv viel, viel mehr an. Wie mein Rucksack, was ich euch hernehme, finde ich auch sehr praktisch. Gleiches Spiel auf der anderen Seite auch. Die haben quasi einfach nur zum Zusammenrollen. Genau, dann werden die zusammengerollt. Zweimal oben zugemacht, einmal, zweimal, vorne, auch einmal und hinten auch einmal. Und wie gesagt, mit dem Getränkehalter habe ich gesehen gehabt, es gibt bei Enduristan gibt's für einen Auspuff noch ein extra Hitzeschutzblech, kann man sich mit dazu kaufen.
muss ich schauen, muss ich überlegen, wie das dann wirklich ausschaut, wenn die Taschen einmal voll haben und wenn da Flaschen drin ist im Getränkehalter. Aber so als Fazit meinerseits für einen allerersten Eindruck, für die Montage von der Einfachheit her, oder ist halt einfach simpel gehalten. Klar, vielleicht am Anfang haben wir ein bisschen schauen müssen, aber wir haben jetzt auch nicht länger wie eine halbe Stunde braucht mit allem drum und dran, dass wir das alles so hingekriegt haben. Genau, Lyles, wie gesagt, erster Eindruck von den Taschen, was definitiv eine viel einfachere und günstigere Variante ist, wie jetzt eben die Eisenbügel und die Alukoffer. Was mir aber auch sehr wichtig war, ich wollte, dass der frei bleibt. Weil ich jetzt nicht jedes Mal beim Tankstopp irgendwie was obidor möchte oder was umrahmen möchte, nur dass ich dort zum Tankdeckel hinkomme. Da finde ich das schon recht bequem. Genau, Lyles, wie gesagt, es wird ein zweites Video am Ende der Saison vielleicht geben, wenn ich mit ihr unterwegs war, wenn ich die Taschen getestet habe. Genau, machen einen soliden, robusten Eindruck. Wie gesagt, ist kein Werbevideo, ist unbezahlte Werbung. Das ist einfach nur aus eigenem Interesse, dass ich die Taschen einfach mal vorstellen wollte. Weil ich nämlich gesehen gehabt habe, ja, im deutschsprachigen Raum gibt es jetzt nicht so viele, die was die Taschen vorgestellt haben oder wo es Videos drüber gibt. Genau, Lyles, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Glocke aktivieren und ein Like, Kommentar auch nicht vergessen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich weiß nicht, was kommt. Vielleicht macht Tom ein Video oder vielleicht mach ich als nächstes Video gleich ein Video, dass ein Video von mir kommt. Genau, und das schauen wir dann einfach mal. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.